So, willkommen zurück bei Star Citizen. Ich muss meine Triebwerke starten. Wir haben uns einen kostenlosen Krypto-Key geholt. Ich habe natürlich nicht nachgeguckt, weil ich nicht weiter aufnehmen wollte jetzt. Aber wir werden das noch herausfinden. Oder wahrscheinlich habt ihr längst eh schon herausgefunden, ob das stimmt oder nicht, was ich da erzählt habe. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall das Com-Array abschalten. Und dann kommen wir nämlich zu einem meiner Lieblingsdiskussionsthemen, was bestimmt auch mal im Let's Talk irgendwann mal Thema sein wird, nämlich das Thema Crimestat und Com-Arrays. Weil, ich bin ehrlich, ich mache das nicht oft. Ich habe das jetzt schon weiß Gott wie lange nicht mehr gemacht. Aber bisher war es immer so, dass wir durch das Deaktivieren des Com-Arrays oder durch das Annähern ans Com-Array Crimestat bekommen haben. Das ist halt so eine Sache. Ich glaube, das ist auch immer noch so, wir werden es gleich merken. Das ist ein bisschen ein Problem, weil, naja, warum sollte ich ein also, ist es so, das Com-Array überwacht die Umgebung. Ne? Das heißt, wenn du innerhalb der Reichweite des Com-Arrays, sieht man hier übrigens hier oben an dem Ding, irgendwie Crime machst, irgendwie abknallst oder was auch immer, dann kriegst du dafür Crimestat. Jetzt kannst du das Com-Array aber abschalten. Und wenn du das abschaltest, dann kriegst du keinen Crimestat mehr. Das Problem ist aber, das Abschalten des Com-Arrays verursacht ja auch schon Crimestat. Also du kriegst immer Crimestat und das ist so ein bisschen komisch. Das habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Wir müssen hier mal uns einen OM-Punkt suchen, glaube ich. Irgendwie den da, der ist gut. Weil das Dumme ist, das ist das falsche Com-Array, aber ist egal. Ich fliege nur kurz hier rüber. Ja, das Dumme ist, du kannst halt Crimestat gar nicht verhindern. Und es müsste eine Möglichkeit geben, Crimestat komplett zu verhindern. Also quasi illegale Aktivitäten durchzuführen, ohne Crimestat zu bekommen. Das da. Achso, das ist Microtech. So. So, die gibt es aber aktuell nicht. Wir werden mal sehen, wie das jetzt hier ist. Wir gucken es uns mal an. Ich fürchte aber, wir kriegen jetzt gleich Crimestat für das Deaktivieren. Es wäre halt möglich, dass irgendwann später da eine Mechanik kommt, dass man sich irgendwie getarnt. Ah, wobei, wir könnten mal im Stealth-Modus ranfliegen. Wollen wir das mal probieren? Mal im Stealth? Also ich glaube, Stealth-Modus bringt hier nichts. Aber hey, kostet doch nichts, das mal zu probieren. Können wir hier umschalten auf den Stealth-Modus. Ah, ich warte mal kurz auf den Quantum Drive. Ich glaube aber nicht, dass es was bringt. Weil die erkennen eigentlich alles. Ich glaube sogar, wenn du mit einem EVA ranfliegst, erkennen die das trotzdem. Wobei, das habe ich tatsächlich noch nie probiert. Wir testen mal ein bisschen. Ist doch auch mal lustig. Also gucken, ob wir da irgendwie... Wieso ist denn der nicht rangeflogen? Komm, hin da. ST422. Und die Kinderchen spielen wir drauf. Mal gucken, ob es wieder nicht gehört wird. Ich hoffe, dass es nicht gehört wird. So. Also, ich probiere es mal mit dem Stealth-Mode erstmal. Stealth aktivieren. So. Mal sehen. Was ist hier passiert? So, 2000, 1000. Es kommt dann normalerweise eine Meldung. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Das Com-Array ist weg. Hä? Ist einfach weg. Wo ist das Com-Array? Das ist einfach weg. Schon gerade gewundert. Hä? Ich bin doch hier. Warte mal, wo bin ich denn? Ja. Das ist einfach weg. Na. Mit Route. Oh, das ist einfach weg. Hä? Okay, das habe ich auch noch nie gehabt. Supergeil. Das heißt, genau das Com-Array, wo wir die Quest haben, ist einfach nicht da. Gut, dann haben wir halt jetzt einen kostenlosen Krypto-Key bekommen. Aber wenigstens kein Crimestat. Wenn ich die jetzt hier wegschmeiße, die Quest.
Habe ich dann immer noch meinen Crypto-Key? Oder ist der auch dann despawned? Das ist wichtig zu wissen. Utility? Nö, ist immer noch da. Ja, wunderbar. Dann cleare ich mal kurz die Route. Ich habe kurz das Fenster zu machen. Einen Moment kurz. So, die schreien nämlich draußen rum, als würde man sie irgendwie am Spieß braten. Unfassbar laut. Das Mikrofon, das gute Mikrofon hier, macht das zwar normalerweise nicht, also lässt da nichts durch. Aber ich will jetzt hier nicht irgendwelches Kindergeschrei im Video haben. Da wird es vielleicht noch geclaimed, das Video. So. Shipping Present Facility, Calliope, da kennen wir Ghost Town. Achso, das ist das. Und dann haben wir nochmal Disarray. SC459. Was muss man mit dem? Jetzt kriege ich hier, jetzt kann ich mir theoretisch wieder hier. Ich überlege gerade wirklich, ob ich das mal probiere. Ist es wieder bei Euterpe? Pick up Crypto Key. Ich überlege, ob ich das jetzt nochmal kurz mache. Das ist die Frage. Man könnte sich theoretisch mit den. Gut, die kosten halt eh nicht viel. Aber es ist trotzdem witzig, dass es geht. Ich mache es jetzt nicht. Ich fliege es hier hin in der Hoffnung, dass es diesmal da ist. Na, schauen wir mal. Weil theoretisch könnt ihr euch auf diese Weise hier völlig kostenlos mit Crypto-Keys eindecken, indem ihr einfach die Quest annehmt, Crypto-Key holt. Und wenn das immer derselbe Posten ist, dann müsstet ihr sogar theoretisch dort rumstehen können. Das könnte man halt mal probieren. Wäre halt Trick 17. Einfach gar nicht bewegen. Einfach nur dort hinstellen und Quest annehmen, Crypto-Key nehmen, Quest abbrechen. Wieder annehmen, Crypto-Key nehmen und wieder abbrechen. Das müsste theoretisch funktionieren. Ich überlege gerade was. Wir haben ja Zeit. Und wir wollen ja auch ein bisschen Let's Playen. Und zum Let's Playen gehört ja auch mal ein bisschen was auszuprobieren. Weißt du, was wir machen? Wir fliegen jetzt nochmal hin. Ich will das jetzt wissen. Es juckt mich jetzt gerade echt unter den Fingernägeln. Ich will jetzt wissen, ob das funktioniert. Also, ich drehe mal ab und hole mir den Crypto-Key. Da muss ich allerdings die Route ein bisschen verändern. So, wieder Euterpe, genau. Zack, machen wir es mal so. Ja, das ist super geil. Danke für den Kurs, lieber Bordcomputer. Du bist der schlauste Bordcomputer der Welt. Unfassbar. 1 Megahertz. Maximale Berechnungsgeschwindigkeit. 1 Megahertz hat der Bordcomputer, sage ich euch. So. Ich will das jetzt wissen. Und ihr wollt es bestimmt auch wissen. Oder ihr wisst es schon und denkt euch, oh nein, das geht eh nicht. Hab ich alles schon probiert? Kann auch sein. Man weiß ja nie, wer zuguckt. Ach, schön sieht das aus. Aber das Coole ist, die beiden Monde sind so nah beieinander, dass man, egal auf welchem man steht, wenn man den anderen sieht, denkt man, das ist der Mond von dem Mond. Aber es ist nicht der Mond von dem Mond. Es ist einfach der Mond von Microtech. Und zwar beide. So. Ich denke auch nicht, dass es jetzt ein anderes Salvage Center ist. Wir werden es gleich sehen. Wir müssen mal gucken, wo OM3 ist. Da war meine letzte Folge. Ich habe ja den Namen nicht gemerkt vom Salvage Center. Ja, OM3. Es ist dasselbe. Also derselbe Ort. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Crypto-Key ist nicht da, weil ich ihn erst vor ein paar Minuten dort geholt habe von einer anderen Quest. Oder er respawnt, wenn man die Quest annimmt. Was halt, wie gesagt, ziemlich witzig wäre. So. Na gut, ne, das Zeug ist halt eh nicht viel wert, aber egal, trotzdem. Es, wenn das geht, was ich mir gerade vorstelle, könnte man sich hier schön mit Crypto-Keys eindecken, ohne Ende, und das innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Einfach mal probieren. Probieren geht in dem Fall überstudieren. Noch nie gemacht sowas hier. Naja, es gibt für alles ein erstes Mal, nicht wahr? So, und ich kann nochmal kurz Kommentare raussuchen, dann haben wir ein bisschen was zu lesen hier, ne, während wir rumfliegen. So. Also, wo war ich denn hier, bei welchem Video war ich denn stehen geblieben?
Das hier war's, ne? Genau. So. Genau, wir hatten das Grafik-Kommentar vorgelesen, da habe ich alles schon zu gesagt. So. Getränke und Essen erst inspizieren, hatte auch das Problem. Aha, okay, danke Norge73 für den Tipp. Teste ich gerne beim nächsten Mal aus. Also immer erst inspizieren und dann essen und trinken. Ist auch besser so, ne? Im Real Life guckt man sich auch erst an, was man sich da reinschiebt. So. Habe Risen 1 und 2, habe den ersten Teil schon 10 Mal angefangen und nie beendet und eher fange ich den zweiten Teil nicht an. Verflixt. Den zweiten kann man getrost auslassen. Also der hat zwar ein lustiges Setting, ich habe es auch mal angefangen zu Let's Playen, aber es ist... Ja, es ist nicht dasselbe. Sie haben da zu viel neumodischen Scheiß reingebaut, den man einfach in so einem Spiel nicht haben will. Das ist einfach nicht das... Weißt du, wenn ich so ein Spiel haben will, dann zocke ich eins von den neumodischen RPGs. Die sind ja auch gut und die sind ja auch besser als Risen 2. Risen 2 hat eigentlich einen riesen Fehler gemacht. Sie haben die neumodische Mechanik versucht einzubauen, aber haben das schlecht gemacht. Eigentlich ziemlich doof, schade. Und ich mag dieses Piratensetting überhaupt nicht. Bei Risen 1 ging es noch. Da war das nur so am Rande. Da war man halt kein... man war halt quasi kein Pirat. Sondern man war halt einfach ein Typ. Und man konnte auch Magier werden. Und in Risen 2 und 3 haben sie das alles versaut. Die haben diese ganze... diese ganze Magiegeschichte, diese Ordenssachen und so mehr oder weniger entfernt. Auch die Fraktionen irgendwie, ja, teilweise rausgeschmissen. Einfach nicht schön. Echt schade. Spielt Risen 1, glaubt mir. Risen 1, da werdet ihr wirklich glücklich mit sein. Und ihr werdet so oft und so gerne bei Risen 1 wieder auch nochmal neu quasi starten. Weil es einfach cool ist, weil es einfach Spaß macht, weil die Welt einen so aufsaugt. Und weil man so viele Möglichkeiten hat. Und es ist einfach nur cool, das Spiel. So, okay. Also, ich lande jetzt hier mal. Noch einen Kommentar schaffen wir jetzt nicht. So. Dumm, die dumm, die dumm. Lande ich doch direkt wieder hier. Zack. I. Z. Da holen wir uns den Krypto-Key Nummer 2. Und dann können wir auch nochmal gucken, ob der, ich habe vorhin nicht nochmal Videos nachgeschaut, ob der dann wirklich im Inventar ist, wenn ich ihn stowe. Müsste er theoretisch sein. Pickup Krypto-Key. Jetzt wird es ja aber nicht so richtig angezeigt, hä? Jetzt wird es mir hier nicht korrekt angezeigt. Das war aber in dem Gebäude. In welchem war denn... Hey! Och nö! Du Kackboden! Du blöder Kackboden! Oh. Ja. So viel dazu. Okay. Ich cutte an der... Tut mir leid. Ich cutte an der Stelle und wir lassen das sein. Wir sehen uns nächste Folge beim Com-Array. Ich teste das ein andermal aus. Vielleicht machen wir das mal im Stream oder so. Oder ihr testet es auch mal für euch aus. Könnt ihr gerne mal probieren, ob das geht. Er wurde jetzt auf jeden Fall falsch angezeigt, der Krypto-Key. Er war jetzt nicht an der richtigen Position. Deswegen vermute ich, dass er gar nicht mehr da ist. Aber wie gesagt, test es mal aus. Ich würde sagen, kurzer Cut an der Stelle und dann bis gleich. Ich springe dann gleich zum Com-Array hin. Ne? Also, bis gleich. So, ich habe jetzt gerade überlegt, wie wir es am besten weitermachen. Und ich habe mir gedacht, das Sinnvollste wird sein, wir lassen erstmal die Quests und diese verwackten Planeten oder Monde in Ruhe, soweit es halt geht. Und ich dachte mir, komm, wir traden jetzt mal. Wir machen uns jetzt mal zum Abschluss der Folge noch einen schönen Plan, wie wir jetzt traden können. Ich gebe hier mal ein, was ich habe. Also 3 SCU bei der Aurora MR. Und hier mache ich mal 100%, dass ich hier einfach eintragen kann. Und ich würde sagen, wir können locker 30.000 traden. 30.000, das ist auch ganz passend zum 30.000er, wobei wir denen es ja gar nicht hatten, aber davon mal abgesehen. So, und 30.000 traden, jetzt will ich mal hier alles komplett wegschalten. Also ich schalte quasi alles weg, wenn er mich lässt, jawohl. Heute aber auch weg. Und gucke jetzt einfach mal, was jetzt am sinnvollsten ist. Ich nehme aber jetzt mal die illegalen Waren weg, weil er zeichnet sonst immer Slammer. Wobei, wir können auch illegale Waren traden, theoretisch, ne? Wir können auch illegale Waren traden. Also, wir haben hier Jumptown in Jela. Dort können wir jetzt theoretisch kaufen.
Aber das sind nur zwei SCU quasi. Da müssen wir dann 6 Minuten warten, sagt er uns hier, um auf die 3 SCU zu kommen. Also ich will schon den Frachtraum vollkriegen, soweit es halt möglich ist. Ich denke mal, warte mal, 30.000 Tacken. Was kostet hier einer? 120 bis 150. Ich glaube, meine Musik ist zu laut, kann das sein? Warte mal, ich mache ein anderes Lied an. Also ich würde schon gerne die Möglichkeit haben, dass wir hier vollen Einsatz haben bei irgendeiner Route. Aber es sieht wirklich schlecht aus. Wir kriegen auch nie das Zeug verkauft, ne? Maximale Abnahmemenge. Okay, wir müssen mal schauen. Ich scroll mal ein bisschen runter. Nur die besten 25 Ergebnisse anzeigen. Ich mache mal die besten 100. Da haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, wo wir vernünftige Mengen verkaufen können. Ach, das habe ich falsch geguckt. Entschuldigung. Wieso hat er jetzt hier wieder Port Odessa reingeschmissen? Das will ich doch gar nicht. Ich will nicht Port Odessa wissen. So, jetzt haben wir es. Jetzt ist es richtig. Genau. Also jetzt stimmt's wieder. So, jetzt schauen wir mal auf die maximale Abnahmemenge erstmal. Dass wir hier erstmal irgendwas finden, was vernünftige Mengen quasi abnimmt. Das kann man hier leider. Das wäre noch schön, wenn man hier die maximale Abnahmemenge irgendwo einstellen könnte. Aber okay. Man kann nicht alles haben. So, kleinen Plan machen jetzt hier. 1000, 1000, 1000. Das ist alles zu wenig. Vor allem dann die Refresh-Menge in 29 oder 9, ja, 29 pro 3 Minuten. Geht gar nicht. So, das sieht schon interessanter aus. Das ist jetzt hier Nguyen Waste Management, ein Drug Lab in. Oh, das ist interessant. Auf Daemar. Ein Drug Lab auf Daemar. Haben wir das nicht sogar schon gemacht? Ich glaube, das haben wir sogar schon gemacht, ne? Da können wir 5, also quasi 5 SCU kaufen und 4 SCU verkaufen auf der Grimhex. Das wäre jetzt hier möglich. Jumptown. Wir können es aber auch direkt bei jeder machen. Da kriegen wir. Ja, das würde auch gehen. Ach, das ist einfach zu laut. Warte mal ganz kurz. Musik ist zu laut. So. Das wäre möglich. Ansonsten hier oben war jetzt nichts dabei, ne? Das waren alles zu geringe Abnahmemengen. Ja, alles zu wenig. Ja, dann wird das Sinnvollste sein, wir nehmen uns ein Drug Lab. Also entweder eben das auf, wo waren wir jetzt gerade hier? Wo war ich gerade? Hier. Also entweder wir nehmen Jumptown, das ist dieses Drogenlabor auf Yela, oder wir nehmen das Nguyen Waste Management. Die beiden hier haben wir und da können wir jeweils immer Altoxiatoxin ja, handeln, das wird besser sein. Und da würden wir pro Run Gewinn machen, 4.500. Pro Run. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das kriegt man auch locker. Na, wo. Lege gerade. Na ja, gut, die höheren Sachen, da reicht halt einfach der Frachtraum nicht. Beziehungsweise reichen die Abnahmemengen nicht. Wir können auch andere Sachen traden, aber die kosten nicht genug. Also wir brauchen schon wertvolle Dinge, die wir traden bei so einem kleinen Frachtraum. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das einfach in der nächsten Folge. Ich fange es jetzt nicht nochmal an. Ich brauche erstmal ein ganz kleines Aufnahmepäuschen nach den ganzen Problemen, die wir jetzt hatten. Ich brauche mal ein ganz kleines Päuschen. Ist aber nicht schlimm, davon merkt ihr eh nichts, weil am nächsten Tag geht es für euch ganz normal weiter. Aber ich würde sagen, dann traden wir ein bisschen mit Jumptown oder mit dem hier. Das heißt, ich werde euch den Quantum Drive ersparen. Wir machen jetzt heute dafür ein bisschen eher Schluss. Ich werde einfach offscreen mich nach Grimhex begeben oder nach Port Odessa oder so. Und dann werden wir nächste Folge da ein paar Trading Runs machen. Vielleicht 2, 3, 4 Trading Runs, dass wir mal ein bisschen Kohle ranschöffeln. Weil das ist eigentlich ganz gut, mal als Abwechslung ein bisschen traden am Stück zu machen. Und dann können wir auch wieder mal eine Runde kämpfen oder so. Das werden wir dann aber noch alles sehen. Ja, machen wir so, ne? Also, sorry, dass wir jetzt hier ein paar Probleme hatten, aber das gehört halt zum Spiel dazu. Das ist halt nun mal so in der Alpha, lässt sich leider nicht vermeiden. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao. Shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?
Und du musst